Willkommen zurück. Wir befinden uns im Arbeitsblatt Grenzwerte von Folgen und im Fenster beschränktes Wachstum Grenzwert. Was du bereits wissen solltest, ist, was ein Grenzwert ist. Und wir wollen uns jetzt den Grenzwert eines beschränkten Wachstums genauer anschauen. So, hier haben wir eine Folge mit beschränktem Wachstum. Das nth Glied Tn ist durch den Ausdruck 25 minus 19 mal e hoch minus 0,0584 mal n minus 1 gegeben. Und wir haben bereits festgestellt, dass wir hier erwarten würden, dass der Grenzwert 25 ist. Wir wissen jetzt auch genau, was das bedeutet. Der Grenzwert ist 25, wenn wir für jedes positive Epsilon ein Folgenglied finden können, sodass ab dem Folgenglied dann alle Folgenglieder in der Epsilon-Umgebung von 25 liegen. Im Bild haben wir die Epsilon-Umgebung für Epsilon gleich 2,5 eingezeichnet durch die zwei blauen Linien. Ein Wert befindet sich in dieser Epsilon-Umgebung, wenn er zwischen den zwei blauen Linien liegt. Du kannst dich sicher erinnern, dass wenn a positiv ist und x eine beliebige reelle Zahl ist, dann ist a hoch x auch positiv. Und somit haben wir, dass tn kleiner als 25 ist für alle n. Somit befindet sich ein Folgenglied in der Epsilon-Umgebung von 25 für Epsilon gleich 2,5, wenn es größer als 22,5 ist. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie groß muss n sein, damit tn größer als 22,5 ist? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir eine Ungleichung lösen. Wir wissen, dass der Ausdruck für tn 25 minus 19 mal e hoch minus 0,0584 mal n minus 1 ist. Und wir möchten, dass tn größer als 22,5 ist. Diese Ungleichung ist jetzt äquivalent mit der Ungleichung, die wir erhalten, wenn wir von beiden Seiten 22,5 abziehen und wir addieren zu beiden Seiten 19 mal e hoch 0,0584 mal n minus 1 dazu. Und dann bekommen wir 2,5 ist größer als 19 mal e hoch minus 0,0584 mal n minus 1. Jetzt dividieren wir beide Seiten durch 19 und wir wenden dann auf beiden Seiten den natürlichen Logarithmus an und wir bekommen ln von 2,5 durch 19 ist größer als minus 0,0584 mal n minus 1. Dann dividieren wir beide Seiten durch minus 0,0584. Da dreht sich das Ungleichheitszeichen um und wir addieren dann zu beiden Seiten 1 dazu. Das Resultat ist dann die Ungleichung ln von 2,5 durch 19 dividiert durch minus 0,0584. Wir haben gesagt, wir addieren auch 1 zu beiden Seiten dazu. Und das ist dann kleiner als n. Wenn wir jetzt die linke Seite hier ausrechnen, dann bekommen wir
circa 35,7. Und somit haben wir, dass n größer sein muss als 35,7. Die Antwort auf unsere Frage ist jetzt, dass ab dem 36. Folgenglied liegen alle Folgenglieder in dieser Epsilon-Umgebung von 25. Um einen allgemeinen Ausdruck zu erhalten, brauchen wir hier nur 2,5 durch Epsilon ersetzen. In anderen Worten, wir haben das, wenn n größer ist als ln von Epsilon dividiert durch 19, das Ganze dividiert durch minus 0,0584 plus 1, dann ist Tn in der gegebenen Epsilon-Umgebung.